Regen, allein. Verdammt. Ah, wir müssen springen. Okay. Hui. Jumpen ran, liebe Freunde. Das ist ein Jump and Run. Oder auch nicht. Wir müssen es schaffen, irgendwie nach Hause zu kommen. Durch den Gewittersturm, durch den Regen. Und der Traum von Fliegen ist uns immer noch sehr nah. Hier steht ein Pilz, den will ich. Was? Was passiert hier? Das sieht aus wie ein Parasolpilz, den kann man doch bestimmt mitnehmen. Oder auch nicht. Oh, Gefahr der Tax. Jagt ein Vögelchen. Jetzt jagen wir Gefahr der Tax. Und verklopfen ihn ganz gewaltig. Ups. Und wir haben den kleinen Vogel gerettet. Der Regen lässt auch nach. Wunderbar. Hab doch keine Angst vor uns, kleines Vögelchen. Wir wollen dir doch nicht wehtun. Hab keine Angst. Ich glaube, er hat doch Angst. Und ab jetzt können wir uns wieder frei bewegen. Wir schauen einmal. Ups. Hallo, ich will doch zu dem Vogel. Geht nicht. Verdammt. Gut, dann lassen wir den Vogel in Ruhe und wir gehen hier entlang. Oh. Armes kleines Vögelchen. Komm raus, kleines Vögelchen, komm raus. Das befüllen Vogel, oder was? Die Bäume schließen sich wieder hinter uns und ab jetzt können wir wieder laufen. Was? Okay, es ist schon ein seltsames Spiel, muss ich mal dazu sagen, aber es ist irgendwie auch etwas faszinierend. Ah. Ach nee, Leertaste. Kein Tierarzt zu Hause. Müssen wir wohl jetzt mal den Tierarzt suchen? Mal schauen, wo er ist. Wo könnte er sein? Gut, Entschuldigung, ich muss gerade mal was reparieren. Hier, bei meinem Dings hier. So, okay. Zusammenschrauben. Wolf. So. Okay. Dann werden wir mal auf die Straße rennen und ein Auto wird uns überfahren. Was haben wir hier? Nichts. Es ist immer doch so grafisch und sehr, sehr, sehr stark.
An To the Moon nicht. Gehen wir mal hier oben lang. Vielleicht finden wir hier noch was. Ach, Dampfen ist cool. Okay, wir gehen hier rüber. Und hier ist schon mal nichts. Dann gehen wir jetzt hier runter und laufen mal hier rüber. Hier ist doch wohl unser Haus. Wer hat unser Haus geklaut? Heinz Hausklau. Und wir sind wieder zu Hause. Und haben den verletzten Vogel immer noch bei uns in der Tasche. Mutti wird meckern, wenn sie das sieht. Aber sie ist eh nie zu Hause. Die Tiere verboten. Ist doch mein Rucksack. Auf weiter. Aha. Jetzt haben wir eine kleine Metal Gear Solid Aktion. Upsa. Okay, das war jetzt die Metal Gear Solid Einlage. Ist was? Boah, das ist dreckig. So Vorsprung. Und wir können uns wieder bewegen. Hier sind zwar Tiere verboten, aber hier wimmelt es ja von Ratten, haben wir gesehen. Es ist ja fürchterlich. Herr fürchtet mich. Ups. Wir sind unauffällig und kindlich zugleich. Schnell nach Hause in die Wohnung. Und unsere Vögelchen müssen wir natürlich verstecken. So. Lichtschalter. Wir haben immer leichte Stromschwankungen. Und voll den Vogel unterm Pony. Und es geht los. Wieder ein Zettel von Mutti, wo drauf steht: Mein Sohn, dein Essen ist im Kühlschrank. Ja, unser Umhang ist gewaschen. Aber wir können nichts machen. Dann gehen wir erstmal in unser Zimmer. Gehen in unseren Schreibtisch. Oder werfen den Vogel gleich aus dem Fenster oder wie. Und da ist er weggedackelt. Wir schauen natürlich gleich mal, wo er hingeht. Hey, mach langsam, kleiner Vogel, mach langsam. Stürz nicht ab, sonst bist du breit. Okay, der Vogel hat Durst. Holen wir ihm mal was zu trinken, gehen wir mal in die Küche. Und schauen mal, ob wir dort irgendetwas Gutes zu trinken für ihn finden. Halt nein, ins Bad. Ob wir dort ihm aus der Toilette trinken lassen können, wie einen Hund. So. So. Klucker, klucker, schlürf, schlürf. Und auf zum kleinen Vögelchen. Hey, kleines Vögelchen, ich habe etwas für dich. Was zu trinken? Was sehr Gutes zu trinken sogar. Komm her. Komm her. Na komm, hab keine Angst. Ich hole noch etwas Brot. Schauen wir mal. Brot haben wir natürlich auch im Kühlschrank, damit es schön frisch bleibt. Und vielleicht mögen wir ja einen Gänsebraten.
Für das Vögelchen. Da wird sich's freuen. Und wir taufen natürlich auch auf den Namen Fritz. Fritz Vogel. Hallo Vögelchen. Vögelchen? Hat denn dich die Katze geholt? Wo bist denn du? Oh nein. Oh oh. Ach, du kleiner Schlingel. Dort hast du dich versteckt. Er spielt mit uns Verstecken. Aha. So, heben das Brot auf. Und zerreißen es in kleine Teile. Und schnips. So, komm raus, kleines Vögelchen. Es gibt ganz was Gutes zu essen, nur für dich allein. Und dann zeigst du, wie man fliegt, oder? Es ruft seine Freunde. Aber sie hören nichts, weil es Tauben sind. Armer kleiner Vogel. Einsam und allein, genau wie wir. Oh. Armes kleines Vögelchen. Oh, hast du Durst? Mhm. Hui, na klar. Oh, und wir fliegen. Und wir landen. Wir sind Mary Poppins. Und es geht los. Auf zur Schule. Ist jetzt richtige Richtung? Schuss. Und wir laufen zur Schule. Oder zum Tierarzt. Ein Auto. Oh, der Tierarzt scheint nun zu Hause zu sein. Das ist sehr schön. Müssen wir gleich mal anklopfen. Hallo Frau Tierarzt, ich habe einen verletzten Vogel gefunden. Danke, dass wir mit rein dürfen. Bitte tun Sie ihm nicht weh, Frau Ärztin. Wir brauchen diese Medizin. Okay, dann hole ich sie mal. Oh, bitteschön. Oh,
Und nun brauchen wir den Napf, der hier hinten steht. Der hier, denke ich mal. Hier, bitteschön. Unser kleiner Vogel wird bald wieder auf den Beinen sein. Garn? Ist da hinten, oder was? Eine Hundemorge. Achso, ich muss rausgehen. Okay. Hab ich jetzt nicht gesehen. So, Verband sollte es also darstellen. Okay. Und die Rechnung bekommt die Mutti, oder was? Was? Nimm dein Mistviech ab, oder was soll denn das jetzt heißen? Entschuldigung. Hui, ich hab da was vergessen. Natürlich kommen wir wieder. Komm her. Komm, Fritz. Unser Vogel kommt in keinen Käfig. Er will frei sein und sich frei in die Lüfte erheben. Na Gott, verdammt, was ist denn der? Was hat denn da jetzt der Bengel mit dem Vogel gemacht? Los, schnell, wir müssen weg. Lass uns in Ruhe. Danke für die Hilfe, aber lass uns in Ruhe. Er gehört zu mir. Lass mich in Ruhe. Er gehört zu mir. Frei sollst du sein. Frei. Nun sitzen wir hier und schwänzen erstmal die Schule. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.